Lampukistan Gaming ist hier und wir sind zurück bei der dritten Folge von Fallout 4. Ja, Freunde, wir haben also letztes Mal mit den Minutemen hier gesprochen. Die wollen uns anheuern für einen Job. So, Freunde, jetzt können wir mal schauen hier. Und zwar habe ich mich entschieden, wie wir gesagt haben, wir haben zwei Skills frei. Und zwar können wir hier jeden dieser Skills hier oben auf jeden Fall bis auf 10 Punkte steigern. Sowie bis Level 4, da wir jeweils 4 Punkte verteilt haben, können wir jetzt jeweils auf 4 gehen. Ich habe mich mal entschieden für Revolverheld, dass ich mit nicht automatischen Pistolen 20% mehr Schaden verursache. Und der Schnorrer, du weißt, wie man plündert, um weiter zu kämpfen. Du findest mehr Munition in Behältern. Ich würde mal sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. So, ich muss mal gucken, was er hier von mir will. Impro-Automatik-Pistole. Er will, dass ich irgendwas als Favorit mache hier. Ja, ja, ja. Das ist doch in Ordnung jetzt. Alle Angriffe. Ja, ja, gut. So, Freunde, jetzt müssen wir hier eigentlich nach unten. Oh, hier ist noch die Wackelpuppe, Freunde. Wahrnehmungswackelpuppe. Die nehmen wir doch gleich mit. Deine Wahrnehmung wird dauerhaft um 1 erhöht. Wunderbar. Diese Puppen stehen überall rum. Die findet ihr für jedes, für jede hier der Special-Attribute, sprich Stärke, Wahrnehmung und so weiter. Das haben wir hier, Wahrnehmung haben wir jetzt schon nur 5. Das ist richtig cool. Jetzt kommen hier zum Beispiel, seht ihr, hier den Abrissexperte schon skillen, also richtig gut. So, Freunde, jetzt gucken wir mal weiter. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Wir sollen eigentlich nach unten, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier aufs Dach hoch. Unsere fetten Laserwaffe, mit der wir einfach nur 2 Schuss haben, das ist irgendwie scheiße. So, wir nehmen mal die gute 10mm Pistole, zack, nach Commonwealth. Zwar kommen wir hier nämlich irgendwie auch aufs Dach hoch. Ja, da steht schon eine richtig fette Power-Rüstung rum, Freunde, und die werden wir jetzt gleich benötigen. Und auch anziehen und damit ein bisschen abdrehen. So, da sind wir wieder. Ich würde sagen, die Ladezeiten werde ich einfach hier überspringen, damit wir ein paar Minuten voll gewinnen. Hier haben wir die Power-Rüstung, lang X gedrückt. Zack, und da steigt der Kollege doch ein in das Ding, hey. Richtig geil. Freunde, hier, Vault 111 Anzug, den haben wir noch an. So, Freunde, jetzt ändert sich auch gleich unser HUD. So, wir haben Vorrüstung reduzieren den Schaden. Bla bla bla, alles klar. Das nehmen wir mal mit hier. Gucken wir mal, was hier noch Brauchbares ist. So, Freunde. Keine Energie, halte X zum Verlassen, das werden wir nicht tun. Das Ding hier, schaut euch an, das Ding brauchen wir hier, die fette Vertibird Minigun, Freunde. Oh, da, Freunde, da steht schon der erste Feind. Können wir den auch, ja, den können wir auch, aber mit, ich würde sagen, wir rotzen mal so ab hier. Wunderbar, ey, ist doch nur. Oh, Freunde, schaut mal, hier sind ganz viele Gegner, jetzt springen wir mal hier runter. Wunderbar, jetzt können wir hier richtig durchziehen. Und zwar die ganzen Raider, die schicken wir jetzt erstmal wieder nach Hause hier, Freunde. Komm schon, unser Hund, der setzt sich auch schon in Bewegung. Wir können leider nicht sprinten oder irgendwas, da unsere Energie echt niedrig ist. So, zack, da ist der nächste down. Komm schon, komm schon. Ah, wir sind so weit weg. Freunde, er läuft leider nicht schneller, der Kollege hier. Ah, komm schon, komm schon. Drrr, wunderbar. Hier bei rechts bleibt ein bisschen noch ein Gegner sein. Wo ist der denn? Hier so halb rechts, zum Dach oben. Naja, wir nehmen erstmal die hier. Wunderbar, da ist noch einer tot. Komm schon, der hält ein bisschen mehr aus hier. Zack, der ist weg. Das war, oioi, was war denn das, ey? Auto in die Luft geflogen einfach mal hier. Richtig geil, dass auch die ausgebrannten Wracks noch hier in die Luft gehen können. Wir können auch die ganzen Gegner looten. Da können wir mal schauen, was da dabei ist. Oha, irgendwas mit. Komm schon. Wunderbar, der ist weg. Da kommt noch einer. Schön todesmutig auf uns zugestürmt. Der ist auch weg. Oha, was ist das denn, ey? Todeskralle. Fette Todeskralle, wenn da den Totenkopf drüber hat, Freunde, dann ist die im Level über uns, also sprich, die ist mehr als Level 3. Die haben eine fette Power-Rüstung, da kann uns eigentlich nichts passieren. Deshalb ziehen wir einfach mal durch. Oha, doch, wir haben. Wenn wir nach unten drücken und X, dann können wir mal einen Stimpack nehmen. Oha, jetzt packt uns das fucking Ding auch noch. Boah, da können wir mal wieder schießen, oder was ist hier los? Schieß doch mal, Junge, was ist denn los mit dir, ey? Komm schon! Oh Mann, die wirft uns hier durch die Gegend, ey, das ist richtig nervig. Deine Gesundheit ist niedrig, benutze einen Stimpack, iss etwas oder trink Wasser. Ja, das ist ja schön und gut, aber. Komm schon. Dieses Drecksvieh irgendwie down kriegen, Freunde. Komm schon, jetzt kriegen wir's, jetzt ist er verkrüppelt. Komm schon, wir lassen nicht nach und jetzt haben wir das Ding. Bam, da fliegt noch was in die Luft, wunderbar, das Ding looten wir gleich mal. Eliminiere die Feinde in Concord. So, wir nehmen alles, was da so geht. So, ich
noch irgendwas auf der Seite hier, Freunde. Da, auf der rechten Seite ist auch noch einer. Den müssen wir noch eliminieren hier. Wunderbar. Und hier vorne noch. Das ist schon so ein mega roten Dinger. Und jetzt haben wir noch einen Gegner hier. Wo ist der? Der ist da oben. Ah, auf dem Balkon. Jetzt habe ich ihn gesehen. Können wir dort die Flagge schießen? Das ist aber auch schlecht irgendwie. Heiß gelaufen? Nein, wir haben es geschafft. Wunderbar, das Strahlenschaden erlitten. Bla bla bla. Ja, müssen wir einen Arzt aufsuchen oder einen Red Away nehmen. So, Freunde. Jetzt würde ich sagen, ich laufe mal dahin zurück. Und wenn ich dort angekommen bin, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt stehen wir am Museum der Freiheit. Das werden wir jetzt mal betreten. Und dann schauen wir mal, was da drinnen geboten ist, Freunde. So, die Ladezeiten im Gebäude sind natürlich nicht so lang wie in die Außenwelt, das ist klar. Ich denke mal, dass die 3 Sekunden können wir dann auf jeden Fall auch warten kurz. Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay. Alles gut. Da stehen die Kollegen schon. Kein Aufstand. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ja. Ich bin auf meiner Seite. Wir sind keine Freunde. Nein, das beruht auf Gegenseitigkeit. Beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Kamm. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Wunderbar, Freunde. Ich nehm's nicht wegen Geld geholfen. Ah, machen wir mal. Gerne doch. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Klar, machen wir doch mal mit. Da gehen wir mit. Okay, Gabi. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Alter, was geht bei dir ab, ey? Hilf mir bitte, du lügst. Schicksal? Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie... Alter, was? Woher weiß die denn das bitte? Er lebt. Wo ist Sean? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur... seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Diamond City, okay. Begonnen Juwel des Commonwealth. Wie gibt die nach Diamond City? Okay, das sieht, klingt aber nicht nach einer Mission, die man mit Level 3 eingehen sollte. Okay, das ist nicht klar, du bist nutzlos. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Bitte, Mama Murphy. Ich habe gar keine Spur. Erzähl mir mehr. Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist. Bring dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns den looten wir mal noch schnell. Dann nehmen wir mal alles mit erstmal. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum. Entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir können nicht rennen. Das heißt, ich lasse diese Power-Rüstung auf jeden Fall hier stehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir mit dem Tross in Sanctuary angekommen sind. Das wird ja nicht so lange dauern. So, ja, dann würde ich sagen, oh, fett, die Minigun können wir noch weiter mitnehmen. Das ist ja geil. Ja, Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder. Wir schulden dir was. Da gibt's keins.
So, Freunde, bin ja aber ganz hohl, ey. Wir hätten ja auch einfach hier jetzt die Kreistaste drücken können und hier per Schnellreise nach Sanctuary. Das müsste doch gehen. Ja, natürlich. Oh Mann, da war ich mal wieder echt komplett irgendwo. Einfach irgendwo anders. Oh Mann, da hätte ich mir den stundenlangen Fußweg, den ich jetzt schon den halben Marsch habe ich schon auf mich genommen, hätte man sich da echt locker sparen können, Freunde. Jetzt bin ich da schon nach Sanctuary einfach per Schnellreise. Da müsste doch der Rest des Trosses auch einfach so hinterherkommen. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir dort sind, was passiert. Freunde, ja wunderbar, da sind wir doch schon. Ah, die anderen laufen noch, aber wir sind schon mal hier. Werkstatt können wir durchsuchen. Wunderbar. So, mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in deiner Nähe bauen. Ja, ich würde sagen, das machen wir mal in einer anderen Folge. Beziehungsweise kriegen wir jetzt gleich das Baututorial. Da müssen wir mal gucken, was sollen wir denn überhaupt tun hier. So, halte das Touchpad, um Gebäude zu bauen. Ja, wunderbar. So haben wir hier Strukturen, Metall, Möbel, Dekoration, Energie, Schutz, Ressourcen, Läden, Herstellung. Wunderbar. Das wollen wir aber eigentlich jetzt nicht. Wir müssen mit irgendeinem Kollegen da reden, aber ich muss mal kurz die Map öffnen. Die sind noch unterwegs, Freunde. Geht zu Preston Garvey in Sanctuary. So, das ist ja Preston. Ach, mit. Ja, der muss jetzt da noch. Jetzt können wir hier irgendwie warten, bis die da ankommen. Da würde ich sagen, in unserem alten Haus, da können wir doch. Hier ist unser altes Haus, ne? Erkennt das wieder, Freunde? So, da checken wir mal ab, was hier ist. Hier war mal unser Schlafzimmer. Und unser Schlafzimmer war hier, aber das Bett ist halt zerstört. Wir können hier nicht mal warten, Freunde. Moment, doch, hier ist ein Stuhl. So, da hocken wir uns mal hin und warten wir mal, bis die Kollegen da sind, Freunde. Bis gleich. So, Leute, genug ausgeruht. Die Kollegen sind da. Wir können uns mit Preston, wir können uns mit dem Holzkopf nicht treffen. Schaut euch bitte mal an, wo der Typ wartet, ey. Wunderbar, natürlich, ja. Was ist das jetzt? Hocke ich mich nochmal in den Stuhl und warte einfach nochmal ein paar Stunden. Vielleicht hat er sich dann wieder beruhigt und ist da irgendwie runtergekommen. Bis gleich. So, Freunde, wir sind zurück und nachdem ich diese tolle Treppe hier gebaut habe, kann der Kollege Garvey auch hier einfach wieder runterkommen, ey. Ich glaub's nicht. Ich musste das Spiel neu laden, ja. Und nicht mal dann hat es funktioniert, dass der Typ seinen scheiß Arsch da runter bewegt. So, jetzt versuchen wir mal mit ihm zu sprechen. Mann, 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 Mann. Absolute Hammer, dieses Game, ey. So, hey, Preston Garvey, da bist du. Ja, so. Ich hatte gehofft, dass du vorbeikommst. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ich habe hier gelebt. Natürlich machen wir das zu unserem Zuhause, Freunde. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ja, Freunde, wir sind ja 200. Wir sind ja 200 Jahre Will Smith, ey, mit Brille, Junge. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann. Wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Unsicher, will nicht darüber reden, mein Sohn. Ja, wir sind ja. Also, der Sohn wurde ja gestohlen. Ich würde mal sagen, wir müssen dem ja nun nicht gleich alles verraten und sagen mal, unsicher? Vielleicht. Ich bin zwischendurch einmal aufgewacht. Jemand hat meine Frau getötet und meinen Sohn entführt. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Okay, guckt euch in die Augen, Freunde. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du könntest der Siedlung Ja, helfen? klar, Mama, doch. Deshalb sind wir doch im Ödland, Freunde. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen Zack, wenn die Freiheit ruft, abgeschlossen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Hast du ja noch ein Level Up mitgenommen, Freunde? Oh, es gibt ja auch richtig fette Erfahrungspunkte, Kollegen. Ey, 336, ey, was ist da los, ey? Krasse Scheiße, sind wir schon Level 4, oder? Ja, genau, Level 4, so, Freunde. Jetzt können wir jetzt wieder das alte Thema, wir müssen irgendeinen Skillpunkt auswählen. Da würde ich mal sagen, Freunde, da entscheiden wir uns jetzt mal für irgendwas ein bisschen mit Lebensenergie. 10 Schadenresistenz.
Ja, du nimmst weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Du hast mehr 20% mehr Gesundheit, würde ich sagen. Freunde, das nehmen wir doch gleich mal mit. Zack, hier 20% mehr Gesundheit. Zack. So, die Daten checken. Der erste Schritt, sprich mit den Siedlern in Ten Pines Bluff. So, Freunde, aber jetzt holen wir uns erstmal noch, für die, die es noch nicht wissen, wir holen uns jetzt erstmal noch einen Skillpunkt ab. Einen gratis Skillpunkt. Und zwar, wenn ihr hier reinlauft in euer altes Haus, könnt ihr hier unten, ja, das Babyspielzeug am Anfang, du bist special, könnt ihr euch noch erinnern, in der ersten Folge, das kann man jetzt hier aufnehmen und kann sich dann ein Attribut seiner Wahl verbessern, also Stärke, Wahrnehmung. Ich würde sagen, wir packen das mal in Glück, Freunde, weil da gibt es nachher richtig geile Skills und die will ich auf jeden Fall noch hochmachen. Zack, jetzt haben wir dauerhaft ein Glück mehr, da sind wir jetzt auch schon bei 5. So, jetzt müssen wir mal gucken auf der Karte, wo wir hin müssen, Freunde. Wir marschieren nach Ten Pines Bluff. Ja, Freunde, würde ich sagen, ich marschiere da mal in die Richtung. Wenn es irgendwas Spannendes gibt, dann werden wir auf jeden Fall wieder reinschalten. Oha, Freunde, da werden wir schon angegriffen. Das ging aber schnell. Jetzt hier haben wir... Oha, was ist das denn? Ein wilder Mischling, Freunde. Bam, dem verpassen wir erstmal eine Kugel. Und unser Hund, der ringt ihn einfach nieder. Alter, guckt ihr das mal an. Der hat ihm einfach ins Genick gebissen, Freunde. Der hat einfach eine Zahnbürste dabei. Ah, die Raid-Hirschkuh, die kriegen wir nicht mehr. Ja. Streifeln wir mal weiter durchs Ödland. Vielleicht finden wir noch was ganz Cooles hier. Wollen wir die Raid-Hirschkuh vielleicht noch jagen? Die ist doch immer noch da oben. Vielleicht muss man ein bisschen ran. Gucken wir mal, wo die sich rumtreibt. Anvisieren kann ich sie nicht. Der Hund bellt schon. Komm, Hasso, fass, Junge. Da ist sie, da ist sie. Oha. Schieß ich hin, ey. Zack, einen Hitmarker gab's. Ah, die ist zu weit weg, Freunde. Wir versuchen doch nach Ten Pines Bluff zu kommen. Ja, da haben wir noch echt eine weite Strecke vor uns. Da würde ich sagen, ich marschiere noch mal weiter und wir hören uns dann gleich wieder. So, Freunde, 90 Meter sind es noch bis Ten Pines Bluff. Und da seht ihr schon, da unten rennen noch schon wieder solche wilden Mischlinge rum. Die werden wir jetzt auf jeden Fall mal töten noch, weil bevor die uns kriegen, kriegen wir lieber sie. Oha, wo schieße ich hin, ey? Da müssen wir doch nochmal hier ein bisschen genauer zielen. Bam, bam. Wunderbar. Komm, dritter Schuss noch. Zack, und der ist down. Klasse. Freunde, den looten wir gleich noch. Da ist noch einer. Oha, da kommt er schon angesprungen. Komm schon. Jawohl, der ist down. Wunderbar. Zack, und looten. Da ist noch einer. Alpha. Oha, ein Alpha, ey. Was ist das los? Mit 4 können wir noch einen kritischen Schlag ausführen. Bam. Wow, der hält aber eine ganze Menge aus. Guck mal an, wie der aussieht, ey. Furchterregend nennt man sowas. Und der beißt uns, glaube ich, tot. Komm schon, Hund, mach mal was. Was ist mit Dogmeat los, Junge? Treffen den einfach gar nicht, Freunde. Das ist ein normaler wilder Mischling wieder. Der geht normalerweise mit 3 Schuss tot. Komm schon. Oh, wenn wir nicht daneben schießen würden. Wir haben nur noch 3 Schuss, Freunde. Da müssen wir mal hier zu der etwas billigeren Rostlaube hier greifen. Eine Drecksknarre. Die haben wir am Start. Was ist hier los? Auch eine Rumflasche. Die nehmen wir natürlich gleich mal mit. So, Freunde, jetzt geht's doch weiter. Wir haben nur noch 78 Meter bis zu unserem Ziel. Dann jumpen wir mal durch. Schauen wir, was da abgeht. Ten Pines Bluff entdeckt. 22 Erfahrungspunkte. Wunderbar. So, mit dem Kollege hier. Der steht schon mit der Knarre am Anschlag da. Was will der denn von uns? Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Wow, wow, wow. Friedlich, Junge. Immer mit der Ruhe, ja? Immer mit der Ruhe. Ich gehöre zu den Minutemen. Ich bin hier, um zu helfen. Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Wo liegt das Problem? Die Minutemen sind wieder da, würde ich mal sagen, oder? Wir sind wieder da. Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Freut mich zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben. Aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Also würde ich sagen, wir müssen das mal wieder tun, oder? Ich kümmere mich darum. Klar, Mama, dat.
Nee, wir fragen, ob wir den Minuteman anschließen wollen. Werdet ihr bereit, euch den Minuteman anzuschließen, wenn ich die Radar ausgeschaltet habe? Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Leute haben sich inzwischen daran gewöhnt, dass man sich nicht auf euch verlassen kann. Das wird sich nicht über Nacht ändern. Könnte er recht haben, Freunde. So. Was will der Kollege jetzt von uns hier? Der möchte, dass wir jetzt... Wow, hier unten eine Corvega-Fertigungsanlage. Die sollen wir räumen. Ja, Freunde, würde ich sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, nachdem wir jetzt schon mal die zweite Siedlung entdeckt haben. Und die versuchen wir in der nächsten Folge auf unsere Seite zu ziehen. Dann haben wir nochmal hier eins... Oh, automatisch speichern. Dann haben wir hier nochmal eins, zwei... Ja, zwei Siedler nochmal auf unserer Seite. Mal gucken, das kann nur von... das kann nur hilfreich sein für uns. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao und bloß kein Stress.